Jo, grüß euch, ich bin's wieder, der Kugler-Bur. Und heute reden wir einmal über den KV-Basting. Das ist der Fallfast. Man sieht da zwei Exemplare. Wir haben ein Exemplar schon 2 Jahre im Test, also im Test halt. Wir arbeiten halt damit. Und eins, glaube ich, 1 Jahr oder 1,5, ich weiß es nicht genau. Ja, man hat es vielleicht auf Instagram hinterher schon gesehen. Dass manches mal ein wenig zwickt, kommen wir gleich mal zu einem Problem, was wir gehabt haben. Und so hat es die Spindel irgendwie angerissen. Man sieht da, das ist so ein Spindel. So schaut die aus, wenn die ganz ist. Ja, die bricht eigentlich immer an der Stelle. Zumindest war es bei uns so. Ich glaube, das ist jetzt die 22. Spindel oder was wir haben. Wir haben aber die Spindel dann geschossen, also der Chef halt, und haben die nachher auch noch im Einsatz gehabt. Das war jetzt nicht so, dass dann die hat wegen dem jetzt nicht unbedingt weniger gedruckt. Aber ja, es ist halt gefreut, das sollte eigentlich nicht passieren und billig ist es eigentlich auch nicht. Und dann kann es auch passieren, so wie da, man sieht das extrem schlecht, da ist so ein Muffen drinnen, wo halt das gewendet ist, mit der nachher der Keil drinnen vier und zurückgefahren, der wird da drinnen umeinander geschoben. Ja, die ist halt auch komplett strahl. Und das ist halt ein wenig ein Manko an dem Ganzen. Was extrem cool ist, du hast ja so einen Adapter, da ist der Schlagschrauber drinnen, so ungefähr ist der Griff, und das wird dann da so drauf gesteckt. Das ist extrem cool. Also, so kann man wirklich da gut den Schlagschrauber transportieren. Er ist extrem schwer. Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist. Mir sind eigentlich Zahlen ziemlich egal. Er ist sauschwer. Angeblich drückt er, was ich gehört habe, 30 Tonnen. Ich habe es auch nicht nachgemessen, ob er 30 Tonnen drückt oder nicht, aber er hebt schon gescheit viel und du hebst garantiert mit dem dran mehr, als wie das du händisch gehören kannst. Also, am Häuser. Sicherst du bei dir, oder? Also, wenn du jetzt einen Schlag machen musst, für den Säugern zum Beispiel, Vorhocker oder so irgendwas, und die Buchen haben das nach unten, so wie es halt immer ist. Ich gehe jetzt einmal, dass wir nicht in der Ebene sind, weil in der Ebene tut es ein halber auch. Und wir stehen, sind in der Leiden und du musst die Bahn seitlich schmeißen, so wie es halt meistens ist. Oft musst meistens alles kehren und wenn du mit der Hand kehrst, dann wirst du halt zum Mittag hinsehen und wenn du halt den mit hast, oft hast du wirklich eine super Leistung und auch der Akku. Wir haben ihn mit Wacky-Akkuschrauber, einen Schlagschrauber, einen starken. Das haut super hin, das passt eigentlich gut zusammen. Ja, wenn es ganz schwarz zum Drucker geht, dann schenkt sich der Schlagschrauber dann schon und da geht dann schon gescheit viel so oft rein. Da war es in meinen Augen vielleicht gescheiter, wenn das gewinnt, vielleicht ein wenig feiner war, beziehungsweise nicht so starke Steigung hätte. Was gibt es nur zu sagen? Ja, genau. Die Keile, so wie es da jetzt sind, sind ja eigentlich nicht mehr original, weil da ist ein Sägering drinnen und der Sägering drückt die Spindel, also der hält die Spindel da in dem Gehäuse drinnen. Ich nenne es jetzt einfach einmal so. Ja, den Sägering, wenn du gescheit schwer gehören musst, dann drückt das ja kurz nieder, da vorne irgendwo ist der Keil von da weg. Und dann musst du wieder, dann fällt vielleicht der Bahn nicht an, dann tust du den Rückwärtsgang rein, ziehst halt zurück. Irgendwann, wenn es dann ein wenig leichter gehen wird, dann dreht er relativ schnell zurück im dritten Gang mit dem Wackelschrauber und dann steckst du nicht einmal rein und fährst nochmal voll drauf. Und da kommt es halt vor, dass der nachher den Sägering raushaut und dann ist lustig, weil dann ist die Spindel quasi da nicht mehr drinnen, der Sägering ist nicht mehr drinnen, der Baum drückt mit, was der her, wie viel Gewicht da vorne drauf. Also du brauchst ja nicht einmal anprobieren, dass du irgendwas umeinander quakst und dann rausziehen magst. Ja, dann holst du halt den zweiten Keil und dann bringst du ihn auch wieder raus. Aber das ist ein Manko, was nicht, also wir haben so nicht arbeiten können. Wir sind hergegangen und haben da zwei, also man sieht da die Löcher. Ja, das sind die Löcher.
Die haben wir da, die gehen da durch. Also das ist, glaube ich, das sind die Löcher. Und ich habe keine Ahnung, ob man sieht oder nicht, aber wir haben sie dann zwei Schrauben rein gebohrt, oder ja, damit nachher der Sägering quasi, den haben wir außer da und gar nicht mehr rein da. Und die zwei Schrauben, man sieht es da, oder, die gehen da rein. Die halten jetzt quasi die Spindel da drinnen. Mit dem, also ich glaube, wir haben sicher ein Jahr so gearbeitet, das geht gar nicht so schlecht. Jetzt mittlerweile natürlich sind die Schrauben irgendwann einmal verbogen und so, aber du arbeitest ja viel damit und machst viel Bäume und ja. Wir fetten darfst du nie vergessen, am besten fetzt du jeden Tag, weil sonst, also du hast nicht zwei Bäume am Tag haben, aber sonst da ist so ein Kupferlager drin, so ein Gleitlager und das reibt du zusammen. Das funktioniert sonst nicht. Die Noten vorne, die sind eigentlich zu aggressiv. Für meine, die vier halten halt. Sonst, ja. Wie gesagt, das ist echt cool, dass das so kompakt ist und dass du es dann mit einer Hand dran kannst. In meinen Augen könnte ein Kilo leichter sein, nicht schwerer, um Gottes Willen. Ja, und das dreht sich halt dann auch irgendwann einmal. Also, man sieht es eh, ich glaube, ja, da, schau, ist sogar ausgebrochen. Ist aber auch wahrscheinlich das vierte oder fünfte Drum, was wir jetzt schon haben von denen. Ja, aber ich meine, echt eine coole Idee und so, aber es sind ein wenig viele Teile, die sich bewegen und hinwerfen können und wo man nicht hinsieht und was vielleicht ein wenig filigran oder ich weiß nicht, was da falsch ist an den Spindeln. Wir haben ja das auch übel gesagt. Wir haben die Keile beim Silvanus gekauft, wir haben immer das Zeug wieder gekriegt, also das war jetzt nicht das Problem. Aber es ist einfach nervig, wenn du eigentlich damit arbeiten möchtest. Ja. Also, ich bin nicht ganz happy mit dem Zeug, weil es ist sau teuer und es hat nicht wirklich Option gegeben. Ich teste jetzt gerade einen Käufer von Forstreich. Er ist einfach ganz was anderes und er geht extrem gut. Ich muss mir es aber jetzt natürlich einmal anschauen, noch, wie er in nächster Zeit tut und wie er jetzt einmal das erste Jahr übersteht. Aber ich kann nur sagen, es ist einmal ganz was anderes wie das und auch der Gedanke dahinter ist ein wenig was anderes. Ja, das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf Instagram vorbei. Abonniert den Kanal. Für Anregungen oder Ideen für andere Sachen, was wir ausprobieren könnten oder vorstellen könnten, schreibt es in die Kommentare. Ja, in dem Sinne, bleibt gesund, tut euch nicht weh und bis zum nächsten Mal.